Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wutal Matthew, und ich präsentiere euch die dritte Folge der Overview, der DVD-Overview. Ja, in der zweiten Folge haben wir aufgehört mit M, geht jetzt weiter mit M bis zum letzten Buchstaben Z. Aber ich muss mich irgendwie erstmal entschuldigen. Mein letztes Video von der DVD-Overview ist ja jetzt on gewesen, seit dem 14.04. und da ist irgendwie was dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, was das ist, ganz ehrlich. Am 12.04. war ja hier auf YouTube irgendwie so ein kleines Problem. Und ich schätze mal, da hat einer irgendwie eine versteckte Botschaft in mein Video reingesetzt. Ich kann es euch nicht anders erklären. Ich hoffe, das wird jetzt in diesem Video nicht passieren oder in den anderen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, lang genug drüber gesprochen, weil diese Person, die das da reingesetzt hat, möchte einfach nur Aufmerksamkeit. Und die gebe ich ihnen einfach nicht. Do I have everybody's attention now? Aber ich würde sagen, ich hole den ersten Stapel der dritten Reihe raus und ich drehe mich mal eben um. So. Da sind sie. Und der erste Film ist ein Film mit Drew Barrymore und Hugh Grant. Ja, ich mag den Schauspieler Hugh Grant. Ob das jetzt in Extrem ist oder Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Und diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte den besser in Erinnerung. Viel, viel besser. Es ist ein Film, mitten ins Herz, ein Song für dich. Es geht darum, eher so ein abgehalfterter 80er Jahre Musiker, der so in der Richtung Wham war. Der noch einen Hit für einen guten Promi, oder besser einen neuen Promi, so Britney Spears Verschnitt, schreiben soll. Und diese Drew Barrymore hilft ihm. Ist okay für einen Sonntagnachmittag, der verregnet ist. Aber für mich einer der mitschlechtesten Hugh Grant Filme. Sein bester Film ist für mich immer noch der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Der Filmtitel ist so grenzgenial. Und wenn ich den irgendwo mal finde, werde ich mir den kaufen. Schwöre ich euch. So, dann kam als nächstes dazu Mord im Weißen Haus mit Wesley Snipes. Guter Film, richtig guter Film. Auch in einem wunderschönen Snapper Case. Ihr wisst es, Wutal Matty liebt Snapper Cases. Dann habe ich ja 2021 beschlossen, von diesem Schauspieler so einige Filme mir zu holen. Und da habe ich mir diesen Film geholt. Mrs. Doubtfire von Robin Williams. Schön, schön. Es spielt auch noch der Pierce Brosnan mit und die Sally Field aus Nicht ohne meine Tochter. Auch wieder ein schöner Sonntagnachmittagsfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ein Film von eben halt den guten alten, wie heißt er nochmal? Ja, ich bin ein guter Filmfan, ne? Ich weiß noch nicht mal dieser Regisseur. George A. Romero. War das George A. Romero? Ach, ja, ich meine doch. Doch, George A. Romero, danke. Die Nacht der lebenden Toten in Schwarz-Weiß. Habe ich im P-Art geholt, für kleines Geld, nahm ich einfach mal mit. Aber bis heute noch nicht gesehen. Sorry. Dann Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Fucky Freaks-Kollegen, den Timo, den Hessensammler. Der hatte 2021 ein Video präsentiert, da hat er diesen Film vorgestellt. Ich so, boah, Hammer, will ich haben. Und ein paar Wochen später hat er mich angeschrieben, Sebastian, du sammelst doch Snapper Cases. Ich so, ja, ich hätte da was. Und dann zeigt er mir das Foto und ich direkt, Chitam, ich liebe dich, gedacht. Bei diesem Film wollte ich unbedingt haben. Nicht von Timo jetzt so gesehen, aber ich wollte den unbedingt in meiner Sammlung haben. Und er so, ja, weißt du was, ich würde ihn dir gerne geben. Ich so, ja, Timo, das kann ich aber nicht so annehmen. Was möchtest du davon? Ja, was hast du denn doppelt? Da habe ich ihm einfach mal Filme doppelt gezeigt, die ich habe in meiner Tauschkiste. Und so, ich nehme den. Päckchen verschickt und da habe ich diesen Film bekommen. In der Originalsynchro, nicht so wie ich den vorher schon euch präsentiert habe. Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Roger Dangerfield und Woody Harrelson in Natural Born Killers in einem Warner Brothers Snapper Case. Oh, ist das Ding geil. Einmal die Vorderseite mit diesem wunderschönen Artwork und einmal die Rückseite für euch. Und ich würde mal sagen, es kommt dort direkt das nächste Snapper. Den Film habe ich euch auch schon bei der ersten Overview präsentiert, aber da hatte ich den auf normal DVD, aber auch in der 18er Fassung. Jetzt ist es das Snapper
von Nico ab 16 Jahre mit dem guten alten Steven Seagal. Im letzten Video habe ich gesagt, ich wollte ja mal ein bisschen meine Karate-Ecke ein bisschen vervollständigen. Und natürlich Karate, gibt es dann Kung Fu, dann gibt es dann die Samurais und dann gibt es die Ninjas. Und da wollte ich dann auch ein, zwei, drei Filme mir holen und da sind auch noch zwei dazugekommen. Und zwar als erstes Ninja Condors. Einmal reingeguckt, Bild gesehen, ich so, wow, ist das körnig, mach mal aus. Und eben halt Ninja Dragon, ab 18 Jahren. Aber auch den nur reingetan, angeguckt, ob er läuft, lief und dann wieder rausgetan. Dann hatte ich ja letztes Jahr das Format auf meinem Kanal Wishlist und da war dieser Film dabei und da schrieb mich dann der gute alte Moviepick an. Grüße gehen auch an dich raus, mal wieder, mein Freund. Der so, ich könnte dir was besorgen. Und da hat er mir diesen Film, der auf meine Wishlist war, auch einer der ersten, Operation Broken Arrow mit John Travolta. Oh, ist der Film geil. Ich mag diesen Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, früher fand ich den so, aber jetzt, als ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe, 2021, ich war begeistert. Einfach nur begeistert von diesem Action-Klassiker. Also für mich wirklich ein guter Film. Auch einer, den man sich jetzt vielleicht nicht heute wieder reinziehen kann und morgen, aber wenn man den einmal sich im Jahr reinzieht, man ist gut unterhalten. Einmal Operation Broken Arrow. Dann wieder was von meinem eBay Snappercase Kauf. Wesley Snipes ist Passagier 57. Einmal die Vorderseite und die Rückseite für euch. Und dann der letzte Film der ersten Reihe. Auch wieder ein Robin Williams Film von Tam Shadai. Patch Adams, ein Doktor mit Herz. Wenn es so Ärzte gäbe, Hut ab. Respekt. Also der Film ist auch grandios von Robbie Williams. Also für mich auch eine klare Empfehlung. Und das war der erste Stapel der dritten Reihe. Ich tue die mal eben zurück und hole den nächsten Stapel raus. Dann kommt Mel Gibson in Payback. Naja. Ich mag den nicht, aber wieder ein wunderschönes Warner Bros. Snapper Case und deswegen habe ich diesen Film in meiner Sammlung. Jetzt muss ich mal eben umpacken, sonst fallen mir die Filme runter. Verdammt! Wieder Pleiten, Pech und Betty. Dann als nächstes ein Film mit Vin Diesel, Pitch Black, Planet der Finsternis. Boah, war bei so einem eBay-Kauf mit dabei. Also nahm ich den natürlich direkt in meine Sammlung auf. Dann ein Klassiker mit eben halt Ernest Burgin, Red Buttons, Rowdy McDowell, Stella Stevens, Shelley Winters, Carol Levin und Gene Hackman in Poseidon Inferno, das Original. Yep, schöner Kultklassiker. Dieses Jahr kam Poseidon raus, für mich in der Sammlung, oder kam Poseidon in der Sammlung dazu von der Börse. Aber der Film hat Charme, also ich mag den. Und, wie kann es nicht anders sein, wieder mal ein Snapper aus Amerika. Und zwar Anthony Perkins ist Psycho 2 oder in Psycho 2. Dann die amerikanische Version von REC, Quarantäne. Aber auch noch nicht gesehen. Dann war in diesem großen eBay-Kauf der Teil mit dabei. Und zwar ein Film mit Billy Crystal und Robert De Niro, reine Nervensache. Auch wieder ein sehr schönes Warner Bros. Snapper Case. Auch ein guter, lustiger Mafiosi-Film und vielleicht auch einer der besten Komödien von Robert De Niro. Aber es gibt ja auch Teil 2. Und dann habe ich in eBay gestöbert und habe den auch gefunden und habe den auch für kleines Geld bestellt. Reine Nervensache 2, aber der ist schlecht. Für mich. Für mich. Ich gehe ja immer nur von meiner Seite aus. Dann ein Film mit Penelope Ann Miller und Tom Schützemore. Produzenten von Science und Terminator 3, das Relikt, kann man sich ab und zu geben. Habe ich mir hier im Wuppertal für kleines Geld in meinen Lieblingsladen geholt. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Und jetzt kommt ein Film, wo ich sagen muss, das ist verdammt gut für mich. Und zwar ist es eine Mischung aus 7. Bisschen düsterer, ein bisschen härter sogar auf eine Art und Weise, ist ein Film mit Christopher Lambert, Resurrection. Also wer 7 liebt oder Horseman mit den Dennis Quaid, wird diesen Film auch mögen. Also auch eine kleine Empfehlung von mir. Habe ich mir auf der Börse geholt letztes Jahr in Neuss.
Und dann war auch hier im Pop Art, jetzt habe ich mal den Namen gesagt, wieder ein Film, den mir nicht sagte, aber ich mag den Buchautor, und zwar Stephen King. Und da ist das der Film Riding the Bullet. Kann man sich geben. Ist aber kein Stephen King Klassiker, muss ich leider sagen. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von dem Pappschuber. Und dann auf der Börse, auch letztes Jahr in Neuss mir geholt, ein Klassiker, ein Western-Klassiker für mich und einer der besten Western. Und zwar ein Film mit Ricky Nelson, John Wayne und Dean Martin in Howard Hawks Rio Bravo in ein Snapper Case. Für 1 Euro lag der darum. Freunde, würdet ihr so einen Film liegen lassen? Ob das jetzt ein Snapper ist oder ein Western, für 1 Euro kann man das doch nicht liegen lassen. Schreibt es mir doch einfach mal unten in den Kommentaren. Einmal die Vorderseite und die Rückseite für euch. Und das war der zweite Stapel. Ich tue die zurück und hole den dritten. Da fällt mir nur eins ein. You know something, brother. Hulkamania is running wild on you. Und zwar eine Actionkomödie mit Shelley Duvall, Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft und Hulk Hogan, der Ritter aus Neid. Mein Gott, der lag da im P-Arter rum für kleines Geld, 4 Euro, sorry. Auch direkt einpacken, mitnehmen, angucken, Kindheitserinnerung, toller Film, auch wenn Hulk Hogan ein besserer Wrestler ist als wie ein Schauspieler. Ganz ehrlich. Aber schöne Kindheitserinnerung, 90er Jahre. Vorher nach McDonald's ein paar Burger mir geholt, die reingepfiffen, dann den Film dabei. Oh, ich war so happy an dem Tag, als ich den nach Jahren wieder gucken konnte. Und auch hier mal wieder für euch die Rückseite. Und es spielt noch ein zweiter Wrestler mit. In einer kleinen, nichtssagenden Rolle. Wer ist das? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich sage nur eins. Rest in Peace. Genug gespoilert? Jetzt ein Film von Mel Brooks. Für mich gibt es natürlich einen Mel Brooks-Film nur und das ist Spaceballs. Aber Grüße gehen raus an dich, Jörg. Den haben wir früher als Jugendliche auch öfters gesuchtet. Und zwar Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. In Müller hier gekauft, bei der Aktion Kauf 5 Filme für 20 Euro. Musste ich einfach haben. Einmal die Rückseite für euch. Dann kommt als nächstes ein Film mit Tom Wilkinson, Tandy Newton und Gerard Butler, ich mag den Namen, Gerard Butler, von Guy Ritchie, Rock'n'Roller, auch bei diesem Ebay-Kauf bei gewesen, aber nicht gesehen. Aber den habe ich gesehen. Romeo Must Die, Jet Li und Aaliyah. Hammergeiler Film, hammergeil, auch in einem wunderschönen Snapper-Case, meine Freunde. Und die Rückseite für euch. Dann hat der liebe Movie-Programm mir diesen Film nachträglich zum Geburtstag geschenkt. Das Video findet ihr auch im Kanal bei mir. Und zwar den Film Sado stoßt das Tor zur Hölle auf. In der CMV-Glasbox. Schöne Box. Ob das Jewelcase, Glasbox und Snappercase sind, ich finde diese Höhlen einfach nur grenzgenäher. Zum Film muss ich leider sagen, sorry Picker, auch noch nicht gesehen. Kannst du mir verzeihen? Wenn ja, schreib es mir doch bitte unten in den Kommentar. Ich werde es aber nachholen und vielleicht mal darüber eine Review machen. Wollt ihr das hören oder sehen? Schreibt mir auch in den Kommentaren. Und auch hier mal für euch die Rückseite. Dann ein Film mit der Angelica Jolie. Salt, auch bei diesem Ebay-Kauf, wo auch hier Pitchback und Quarantäne dabei war. Aber ich mag die Mönche nicht. Nein, ich finde die... Oh. Ich weiß nicht, was Männer an die Frau schön finden. Ich finde sie grausam. Dann ein Film mit Jack Black, Gwyneth Paltrow, schwer verliebt. Toller Film, auch im P-Art gekauft. Kann man auch auf Disney Plus streamen, aber ich bin ja kein Freund von Streamingdiensten, das wisst ihr. Einmal die Rückseite für euch. Dann von einem guten Arbeitskollegen, dem Film abgekauft, und zwar vom Christian B. aus W. Nein, der kommt ja aus Solingen. Das Silent House, La Casa Mumba, auch wow, der hat mich geschockt, der Film, aber cool, richtig cool. Auch hier mal für euch die Rückseite. Und dann habe ich mir geholt den Film
Sleepers. Mit Kevin Speck, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patrick und Brad Pitt. Auch früher mal gesehen als Jugendlicher, fand den so, was ist das? Aber jetzt, letztes Jahr, reingezogen und ich war richtig begeistert. Richtig begeistert von diesem coolen Film. Dann ein Film mit Sharon Stone und Sylvester Stallone, auch in einem Warner Bros. Snapper Case, The Specialist. Stallone hatte schon bessere. Und der letzte Film, da klebt jetzt gerade, der vierte Teil von einer Science-Fiction-Reihe. Teil 1 super, Teil 2 besser. Teil 3 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Den habe ich gesehen, aber ich muss sagen, CGI vom Allerschlechtesten. Habe ich dann auch den lieben Picker aus seinem Kofferraum mitgenommen bei der Filmbörse 2021. Species 4. Danke dafür nochmal. Und das war der dritte Stapel der dritten Reihe. Ich drehe mich immer wieder um und hole den vorletzten Stapel. Mit einem Film mit Samuel L. Jackson, wo er noch nicht so nervig war, Sharon Stone und Dustin Hoffman. Sphere, auch in einem Warner Bros. Snapper Case, auch auf der Börse geholt für 1 €. Tolle, erhaltene Snapper Case. Aber Film war nicht so meins, muss ich leider ganz ehrlich so sagen. Genauso wie der Teil hier. Ein zweiter Teil von einem Klassiker von Paul Verhoeven. Nein, es ist nicht Robocop 2. Es ist Starship Troopers 2. Held der Föderation. Naja. Wenn das Helden sind, Prost Mahlzeit. Auch schlecht CGI, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Nein. Auch jetzt hier wieder ein Film, den ich als Kind gemocht habe. Und dieses Jahr lieber auch bei Tele 5 bei Schläfers. Hab mir den auch natürlich geguckt, als ich den mir gekauft habe. Ich muss sagen, der ist wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und hat gar nichts mit diesem Spiel zu tun. Er ist ein Film mit John Leguizamo oder so ähnlich, Bob Hoskins und Dennis Hopper, Super Mario Bros. Als ich das in der Nintendo-Zeitung gelesen habe, dass da vom Film kam, Hammer, wollte ich sehen. Mama, gib ihn mir ein Kino. Die so, bist du bescheuert, gehe ich doch nicht mit dir rein. Das ist Grütze. Dann hat sie mir den mal in der Bibliothek ausgeliehen auf VHS. Ich war begeistert, aber jetzt mit 41, nein, oh, grausam. Ein Film, den mir auch der Picker geholt habe, hat im Sozialkaufhaus für kleines Geld, und zwar ein Film von den Machern von South Park, Team America World Police, Augsburger Puppenkiste für Erwachsene. Aber auch da noch nicht gesehen und hier einmal die Rückseite für euch. Gab es auch 2021 ein überteuertes Mediabook von diesem Film, der jetzt als nächstes kommt. Aber ich muss sagen, mir reicht ja die DVD. Es ist auch ein guter Film noch von Van Damme. Und zwar ein Film namens Time Cop. Er ist ein Spezialpolizist, der eben halt durch die Zeit reisen kann. Und eben halt einige Dinge aufhalten kann. Wie zum Beispiel Zeitreisende, die dich da bereichern möchten. Einmal die Vorderseite und die Rückseite für euch. Jetzt kommt ein Film von Bruce Walter Willis, Meryl Streep und Goldie Hawn. Der Tod steht ihr gut. Habe ich mir in Thalia gekauft, in der Wühlkiste lag da rum. Ich so, den hast du schon lange nicht mehr gesehen. Hol ihn dir. Habe ich mir auch angetan. CGI ist schlecht. Film fand ich früher schlechter, aber ist jetzt doch für mein Alter doch ansehnlich. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Dann ein zweiter Teil von Die Todeskandidaten 2 mit den Wrestler Randy Orton und Eric Roberts. Ein Klassiker mit Jessica Lange. Es spielt auch noch Bill fucking Mary mit. Und zwar Tootsie mit Dustin Hoffman. Cool. Aber auch hier noch OVP. Weil das ist wieder Wutheilglück. Ich kaufe mir einen Film. Guckt natürlich nicht in der Fernsehzeitung. Ja, ich bin noch einer, der eine Fernsehzeitung sich kauft. Weil ein bisschen oldschool muss man sein. Und was war? Der kam im Fernsehen. Da habe ich mir den über den Fernseher angeguckt. Bei ZDF Neo war das, glaube ich. Ja, ZDF Neo. Dann als nächstes ein Film mit Lucy Goodright und Val Kilmer. Top Secret. Netter Film. Auch eine leichte Kindheitserinnerung für mich ab 12 Jahren. Und auch hier mal für euch die Rückseite. Dann kommt Bruce Walter Willis in Tränen der Sonne. Auch grandioser Film, richtig grandioser Film. Und der letzte, ein koreanischer Film. Und zwar Tunnel. Es geht darum, ein Geschäftsmann fährt durch einen Tunnel und er stürzt ein.
Und dann kommt die große Rettungsaktion, aber weil die schon lange dauert, stellen sie die Rettung ein. Toller Film, auch richtig koreanisches Kino. Kommt, meine Freunde. Und das war der vierte Stapel der dritten Reihe. Und jetzt kommen die letzten Filme. Auf der Börse geholt mit Lauren Holly, Ray Liotta, Turbulence. Grandios, grandioser Film. Aber auch leider, den haben sie zerrissen. Es gibt da mehrere Teile von, aber Teil 1 muss man sich immer angucken. Super Film. Jetzt kommt ein Film mit dem guten alten Bill Peep Mary und täglich grüßt das Murmeltier. Und als nächstes kommt ein Film mit Bill Peep Mary und täglich grüßt das Murmeltier. Nein, Zeitschleife, sorry. Ich komme gerade von der Arbeit. Aber, und täglich grüßt das Murmeltier. Nicht zu vergessen. Guter Film. Also, fand ich schon als Kind gut und finde ihn immer noch gut. Dann ein Film, wo ich gedacht habe, ey, geil, alle Teile zusammen. Nein, das ist der Fernsehfilm. Und zwar von Die unendliche Geschichte. Und zwar mit dem Buch, lasst mich nicht lügen, das Buch der Weisen, Disc 1. Disc 2 ist Die Macht des Auren. Disc 3, Das Zauberschwert. Und Disc 4, Der Kampf der Fantasie. Oh, der Kampf um die Fantasie. Bei Müller gekauft, lag da rum für auch kleines Geld, muss ich sagen. Aber ich war enttäuscht, war nicht das Original. Dafür musste ich mir das Original auf Blu-ray dann kaufen. Dann ein Film von John Carpenter präsentiert. Vampires Los Muertos mit John Bon Jovi oder Bon Jovi oder John Bon Jovi. Keine Ahnung, wie man den ausspricht jetzt. Ja, soll so ein zweiter Teil sein von Vampires mit. Ja. Ihr wisst es, wen ich meine. Hier der aus Harte Ziele und Harte Ziele. Och, verdammt. Ah, Mann. Wie heißt er nochmal? Wo ist Carino? Da. James Woods. Danke, James Woods. Soll der zweite Teil von James Woods Film sein, Vampires. Aber John Bon Jovi, ein Rocker. Mit einer Lurenstimme. Nein. Dann kam wieder von meinem Snapper-Case-Kauf ein Film mit Helen Hunt und Mel Gibson. Was Frauen wollen? Die wollen mich. Ganz klar. Okay, den Scherz habe ich schon Datum gemacht. Dann ein Film, den ich vom lieben Filmonkel hier aus Wuppertal getauscht habe. Und zwar ein Film mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Zwillinge, Twins. Auch Kindheitserinnerung. Schöner Film. Und jetzt kommt der letzte Film. Und zwar hatte ich schon Teil 1 und Teil 2. Mir fehlt hier immer noch der letzte Teil. Das ist ein Film von Sergio Leone mit Clint Eastwood. Ein Spaghetti-Western und zwar zwei glorreiche Halunken. Und das ist der letzte Film, den ich mir so gesehen im Jahr 2021 nach meiner DVD-Overview gekauft habe. Ich tue die mal eben zurück. Und das war's so gesehen, meine Freunde. Ich werde natürlich eine Overview, der DVD-Overview, Anfang 2023 euch präsentieren für die Filme, die ich mir jetzt so gesehen im Jahr 2022 gekauft habe. Aber ich würde mal sagen, das Video ist lang genug. Mach dich mir so dolle. Bleib gesund. Und tschüss, euer Wutal. Jetzt kommt ein Film. Trailer fand ich so gut. Film fand ich aber echt. Ich bin Darren Zara mit Michael J. White und eben.